Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Ja, ich hatte in letzter Zeit nicht so gute Performance in Last Epoch, deshalb kam jetzt gerade nicht so schnell wieder ein neuer Part. Aber es sollte jetzt eigentlich gehen. Ja, die Engine ist wahrscheinlich jetzt so langsam überfordert mit dem Spiel. Ja, mit dem Spielding. Es wird einfach zu groß, das Spiel, habe ich so das Gefühl. Sie bauen ja immer so zwei, drei Unix pro Patches ein und ja, recht viele neue Gebiete und so weiter. Und das kann natürlich schon ein bisschen auf die Leistung dingen. Also jetzt im Start muss ich schon ungefähr 20 Sekunden warten jetzt. Doppelt so lange als vor dem Patch, der den Raptor reingebracht hat. Steht das irgendwo, die Nummer? Ja. 0,74 war der Patch. Das ist jetzt leider die Leistung ein bisschen runtergegangen. Finde ich schade, weil die Engine ist ja eigentlich schon ziemlich schlecht. Also, dass man sagen kann, dass die Engine nicht so Spiele mag. Ich glaube, das ist die Unity Engine. Könnte mich irren, aber so wurde es auf jeden Fall gesagt, dass es die Unity Engine sei vor dem Kauf. Also, wann habe ich es gekauft? Am 3. oder 4. Mai, ein paar Tage später, als die Beta begonnen hat. Und ja, ich hatte bis jetzt eigentlich immer wieder Probleme mit der Performance. Obwohl ich ein genug guter PC habe und so weiter. Oh, was ist denn gedroppt? Schauen wir mal, was gedroppt ist. Okay, jetzt müssen wir kurz noch die Gegner besiegen hier. Ah, ich habe ein Ding begonnen. Hanging Souls Leash. Glaube ich, Leash heißt die Klasse. Und ja, bin nicht so begeistert von diesem Spell. Ist schwach und hat zu hohe Mana-Kosten. Und man kann es nicht so gut reduzieren, leider. Die Mana-Kosten ein bisschen kleiner machen. Ich muss also sehr viele Items mit Mana-Kostenreduzierung und so tragen. Aber sieht cool aus mit so vielen Souls. Ja, ich habe schon ein bisschen viele Souls jetzt gemacht, aber man muss zuerst die Souls erhöhen, Anzahl erhöhen und die Mana-Kosten erhöhen, bevor man sie reduzieren kann. Und deshalb habe ich so viele Souls. Aber auch so hohe Mana-Kosten noch. Und das ist nicht so gut designt, weil andere Spells kosten viel weniger Mana. Ja, und deshalb struggle ich ein bisschen bei diesem Nebengebiet mit der Höhle und der Kiste am Schluss. Und ja, hab gedacht, ja, jetzt mache ich mal eine Aufnahme. Könnte eben ab und zu laggen oder so. Also kann ich leider nichts machen. Ich kann die Grafik ganz runterstellen, es würde nichts bringen. Deshalb eben, tut mir leid, dass es so schlecht geht mit Open Broadcaster Software, auch mit dem Start, dass ich das einfach im Open Broadcaster Software starten muss, manuell mit dem Klick. Weil es in-game auch nicht geht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler machen das extra, dass Open Broadcaster Software-Aufnahmen nicht gut gehen. Weil sie natürlich die großen YouTuber unterstützen und die kleinen nicht. Weiß nicht, was sie machen, aber irgendwie machen die das schon, das extra. Weil sonst würden sie den Fenstermodus auch besser machen. Aber es hat niemand mehr Zeit, den Fenstermodus anzupassen. Finde ich schade, also ich bin da nicht gerade so gut drauf zu sprechen, was die Entwickler so leisten heutzutage. So, wollen wir noch mehr Schaden? Wir könnten noch mal Vitalität, aber wir haben genug Resistenzen für den Moment. Lieber noch mehr Blockchance und das Schild dann auch bald westen. Was haben wir für ein Level? 25, also wir holen mal das Schild. Mit diesen Seelen dran, das blaue oder lilane. Ich weiß aber nicht, was das heißt. Ich muss mal in Wikipedia oder so nachschauen. Soul Charges oder so. Ja, Soul Charge. Ah, das Schild ist gar nicht das da. Ja, das habe ich hier. Aber ich brauche nicht Blocker-Ding.
Das ist besser. Okay. Das verkaufen, das verkaufen. Oder ist das besser? Nee, ist schlechter. Okay. Ja, und das Shopfenster sollte eigentlich in den Vordergrund rücken. Ja, eben das will ich zum Kräften benutzen. Aber keinen Platz mehr. Und ja, mein Sauer-Aufstoß heute ist echt nervig, deshalb habe ich weniger Videos heute hochgeladen, tut mir leid. Auch Gesundheit muss halt einfach auch ein bisschen Vorrang haben. Gut, ja, das Spiel eben gefällt mir sonst aber richtig gut. Vor allem eben das Action, was ich jetzt mit diesem Bild habe, das ist einfach genial. Ich finde, so macht es um einiges mehr Spaß, wenn man wirklich Action hat. Irgendwie macht das mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ich sehe jetzt gerade nicht. Ist das Soul Charges? Sind das Angriffe? Und die machen Schaden. Also, viel Schaden. Finde ich toll. Werden wir ein bisschen beobachten. Ja, die jetzt gekommen sind, die Hellen. Die sind ja dieses, wo ich den Namen halt jetzt auch nicht mehr weiß. Da wäre ein Bolz, genau. Aber die Lilien. Ja, die Gegner müssen mich halt auch treffen können. Oder ja, ich muss blocken können, glaube ich. Aber wenn die Gegner natürlich nichts. Also wenn ich nichts zu blocken habe. Ja, ja, das ist der Angriff. Okay. Ich dachte nämlich, das sei ein Buff, aber gut, dann ist es halt nur ein Angriff. Ja, und scheinbar gibt es diesen Holy-Aura-Teil noch, aber der ist irgendwie passiv, kann das sein? Werden wir nachher noch kurz schauen, ob das passiv ist. Finde ich schade, weil der Paladin hätte einen Buff verdient. Ein Defensiv-Buff. Aber gut, ich habe jetzt sowieso eigentlich kaum Probleme mit der Verteidigung. Ich bekomme so viel Schaden mit Magier oder Beschwörer über. Und mit ihm bekomme ich ja kaum Schaden. Das ist einfach geil. Einfach super. So, jetzt hat mich, glaube ich, eine Stechmücke gerade gestochen. Ne, es ist nichts. Aber es nervt natürlich schon, wenn man immer wieder Ding hat. Mana-Kosten, ja, aber dafür Cooldown der Kurve, die brauchen wir nicht. Also machen wir mal Armor noch. Armor ist schon ein bisschen wichtiger, also jetzt gerade momentan. Weil die Resistenzen eigentlich schon recht groß hoch oben sind. Für den Moment. Aber später machen die Gegner natürlich schon echt viel Schaden. Ja, jetzt auch mit diesem Angriff, aber gut. Das ist halt so ein langsamer Angriff, der macht natürlich schon mehr Schaden. Könnte ich eigentlich immer ausweichen. Bin nur ein bisschen zu faul gerade. Ich will halt einfach mal schnell die Gegner töten. Das ist Mark of the Dead. Oder Mark of Death hier. Der Angriff ist richtig schwach, weil er keinen Skillbaum hat. Ist das nicht so viel? Ja, die Gegner haben jetzt einfach auch mehr Leben, das ist klar. Okay, ist ein recht schwacher Dot, aber wenn man drin steht, hat man mehrere Dots wahrscheinlich. Die Dots werden stärker mit der Zeit. Jo, ich hoffe, wir haben bald noch einen zweiten Angriff. Was haben wir hier gesagt? Hier rüber? Ne, nicht Crit. Auch Delay wollen wir nicht. Haben wir gesagt, hier hoch. Nee, einfach hier. Okay, machen wir auf Damage. Back. Okay, ich habe ihn schon versenkt, man kann ihn nicht mehr zurück. Ja, schade. Wenn man einmal drückt, dann ist er fest drin. Finde ich schade. Dann schauen wir kurz in den Passiv-Skillbaum. Da brauchen wir noch einige Bissen.
Ja, aber auf Attacks und Spells, okay. Den brauchen wir. Den verwenden wir dann immer wieder. Sehr gut. Dann haben wir wenigstens etwas, was noch ein bisschen uns unterstützt. Ist ein bisschen langweilig sonst. Ist ein bisschen zu wenig. Buffs und so, wir dann. Haben wir wenigstens einen Buff. Okay, der Boss ist ja, ziemlich leicht, aber für Nahkämpfer könnte er schon ein bisschen schwerer sein. Wie fast jeder Boss ist im Nahkampf halt immer wieder. Aber wieso hat er so wenig Leben? Ich habe ihm doch nicht viel Leben abgezogen. Ist das neu, dass er so wenig Leben hat? Also nur die Hälfte vom Leben. Haben wir den schon mal getroffen? Nee, das ist ein anderer gewesen. Aua. Wieso machst du so viel Schaden? Betreib's nicht. Ich habe nicht so viel Zeit zum Ausweichen. Toll. Mal sehr ausbalancierter Gegner. Das mag ich, wenn Spiele noch so richtig unausbalanciert sind. Ja, der ist wirklich im Nahkampf 100% schwerer als im Fernkampf. Im Fernkampf kannst du alles ausweichen, aber im Nahkampf kannst du nichts ausweichen. Immer schön die Heiltränke einsammeln, damit man sich nicht heilen muss mit Heiltränken. Dass automatisch Heiltränke geschlürft wird. Ja, keine Chance! Du hast einfach keine Chance im Nahkampf. Das ist sowas von ausbalanciert. Nächster Charakter wird halt ein Fernkämpfer wieder. Aber, pfff. Das ist sowas von schlecht balanciert, liebe Entwickler, ey. Ich verstehe nicht, auf Steam wird eigentlich nie kritisiert. Immer nur gelobt. Wieso denn? Das Game hätte schon ein bisschen schlechtere Bewertung verdient. Aber gut, nein, es ist ja nicht schlecht, das Game. Aber trotzdem hätte es mehr negative Kommentare verdient. Aber heutzutage können halt viele Menschen nicht mehr kritisieren. Sie fühlen sich einfach zu nett. Oder eben, es wird im Müde gelöscht. Viele negative Reactions auf Steam werden gelöscht. Zum Beispiel meins auch. Ich habe Transport-Gigant kritisiert, dass es so schlecht auf neuere Systeme gesetzt wurde auf Steam. Mein Kommentar, meine Bewertung wurde gelöscht. Ich habe nur gesagt, ja, es stürzt immer wieder ab. Mehr habe ich nicht gesagt. Wurde einfach gelöscht. Oder auch eben bei Champions of Regnum muss ich momentan Let's Play. Auch, ja, ich darf keine Verbesserungswünsche. Sie sehen sie an den Videos, aber sie schauen natürlich meine Videos nicht. Sie sind viel zu geil. Sie fühlen sich geil, wenn sie so ein Schrottspiel entwickeln. Und dann sie einfach nicht weiter patchen. Also eben, dass sie so machen wie die Kampfzone rausbringen, aber sie gar nicht richtig bearbeiten und dann bringen sie es raus und dann bekommen sie Kritik über und löschen sie alle Kommentare. Ich schaue immer wieder rein, sie löschen ungefähr 90% aller Kritiken und Vorschläge. Das sind Entwickler. Nehmt euch mal ein bisschen Vorbild, indem ihr alles löscht, was ihr nicht gerade so gerne habt. Macht es mal auf Instagram oder ja, Twitter oder so. Einfach mal ein bisschen kritisieren und dann oder ja, Kritik gar löschen. So ist heutzutage die Industrie. Sie darf gar nichts mehr Böses denken. Das ist leider so. Das ist relativ neu, dass wir da noch ein bisschen laufen müssen. Okay. Diese Stechmücke ist mega aggressiv. Dann könntest du einfach schwindest. Ja, Gegner, die sich unsichtbar machen, habe ich in Games nicht so gerne. Die haben immer so ein pussyhaftes Auftreten. Oh, sie suchen, sind die. Cool. Das ist nett. Ich glaube, das Schild trage ich noch ein bisschen länger. Okay, ich glaube, wir müssen durchrushen. Da kommen unendlich.
Vier Schaden ist auch ein Rekord. Hätte ich auch gerne bei meinem Paladin. Vier Schaden. Drei Schaden. Acht Schaden. Cool. Das nervt, aber ich renne einfach durch. Ach man, wenn auch das würde ein bisschen besser gehen mit dem Charge. Ich habe die Maus hier gehabt. Hallo zusammen. Wer seid ihr denn? Okay. Der ist für in der Zeit verschwunden. Der auch. Er hat verloren. Er hat die Zeit verloren. What? Habe ich doch schon lange. Ah, jetzt bekomme ich die Holy Aura. Natürlich. Das wusste ich doch gar nicht, dass man das auswählen kann. Watch Strike. Erasing Strike. Ja, dann ist klar. Ja, ich will Final. Ich brauche Final. Holy Aura. Ui, sieht schön aus. Aber ein bisschen zu glänzig. Und jetzt müssen wir runter. Okay. Ha! Ich habe die Holy Aura wieder. Yes, ich bin der Beste. So, morgen kommt Path of Exile Season. Ich kann das nicht auch schon sprechen. Morpheus oder so, das Morpheus. Finde ich richtig geil, dass man aus Teilen, aus Körperteilen Bosse herstellen kann. Ich hoffe, es gibt viel Auswahl, aber ich denke schon. Und dann machen wir unseren besten Boss. Morpheus heißt es, glaube ich, oder? Geil. Ich informiere mich halt nicht so viel. Ich habe kaum Zeit, mich so richtig zu informieren. Und deshalb, ja. Ah, das ist hier, okay. Ich wollte mal schauen, wo das ist. Das ist einfach vor dem Tempel, wo wir gerade gewesen sind. Cool. Aber ich finde das mit den Zeitzonen richtig cool gemacht. So, was haben wir jetzt hier? Also, wir haben 30% mehr Schaden und 60 Elemental Protection. Wie viel haben wir jetzt? Okay, ist ja auch reduziert worden, scheinbar. Ich hatte mehr als 20 bis 30%. Ich hatte irgendwie 40 oder so, wenn ich das letzte Mal geschaut habe. Okay. Voll in den Stein rein oder was ist das? Ist das wie eine Seele oder so? Guten Tag. So, wollen wir schon mal craften? Nee. Ja, das bräuchte ich jetzt momentan. Schaden haben wir jetzt auch ein bisschen mehr. Crunching Blow könnte ich drauf tun auf ein Item, aber das ist nichts mehr. Also, man bekommt einfach zu schnell wieder neue Ausrüstung. Lohnt sich eigentlich nicht so. So, schauen wir mal kurz. 18 Minuten. Gut, und der Bildschirm kommt wahrscheinlich so fast Weihnachten. Oder ein bisschen später ist Weihnachten, weil mein Handy braucht noch einige Zeit zum freigeschalten werden. Ich habe einen Galaxy Note 10 S Plus gekauft, glaube ich. Note Plus. Ist ein mega teures Handy. Ich hätte niemals so viel Geld ausgegeben, wenn es mir nicht bezahlt wird. Aber ich habe gute Geschäfte. Für Handys habe ich gute Geschäfte, aber für Bildschirme und Headsets nicht. Mann. Oh, ich liebe Beere. Kann man gut essen. Die Beeren von Bärengraben in Bern. Die Berner Bären. Schon recht viel Schaden ist, ja? Schon heftig. Irgendwie sind so Stacheln überall. Von was sind diese Stacheln, die so rausgehen? Von den Skeletten oder sind die von mir? Ich denke, die sind von mir. Aber welche... Ja.
Es ist viel noch Fragezeichen im Spiel. Es müsste ein bisschen noch verbessert werden, dass man einfach mehr Wissen hat über die Gegner und so. Ja, die machen aber auch schon ein bisschen Schaden. Ich gehe jetzt extra nicht geradeaus und rasche. Ich werde noch ein bisschen mehr einsammeln. Was habe ich eigentlich bekommen? Ja, den Ring zum 20. Mal. Ja, die Unix droppen eigentlich immer noch zu oft. Häufigen. Wurde eigentlich, glaube ich, gar noch nichts gemacht. Und Entwickler so Sachen wie zum Beispiel Drop-Chancen nie machen, fühle ich mich als Spieler schon ein bisschen, ja, genervt oder einfach gelangweilt. Aber gut, die Entwickler sind so gut, dass die bringen wirklich jeden Monat eigentlich einen Patch raus, der wirklich viel ändert. Und das finde ich so gut. Nur müssen sie das Wichtigste verändern und nicht das Unwichtige. Ich habe das Gefühl, sie haben auf vieles nicht Lust. Und wenn die Entwickler nicht Lust haben, vieles zu ändern, dann wird das Spiel halt nicht so gut, so schnell. Aber ich finde ja Last Epoch eigentlich super. Blind ist eigentlich nicht schlecht. Nein, das ist nicht zusammen. Das ist zusammen. Da müssen wir noch ein bisschen nach oben. Hä? Hier haben wir gesagt, gehen wir, glaube ich, nach hier oben. Hier. Ich glaube, Attack Speed, hä? Haben wir gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, und hier noch Penetrating. Ja, und so ist das auch noch. Okay, gehen wir hier durch. Wir brauchen nicht so viel Brandschaden. Ich will jetzt sowieso nicht so unbedingt auf Brandschaden gehen, sondern auf physischen Schaden nach Brandschaden, das aufgesammelt wird, also gesittet. Also aufgehoben wird das Brennen am Gegner. Und dafür ich einfach mehr Schaden mache, bis ich genug Brennchancen habe. Dann können wir noch immer ändern. Aber 205 Schaden, das ist eigentlich schon ziemlich viel für diese Gegend. Noch. Aber könnte sich schon fast schnell, also zu schnell ändern wieder. Und dann müssen wir heute wieder auf Brandschaden gehen. Es ist besser, dass wir es dann jetzt bald machen, als mit Level 70 oder so, wenn die Gegend zu stark werden für ein Reset. Ja, werden wir dann sehen. Ab diese Schuss, Divine Bolt, das ist mega geil. Ah, ich habe so Motivation, es kommen wieder täglich, denke ich mal. Last Epoch, oder am zweiten Tag. Ich muss ein bisschen abwechseln, also dass ich einen Tag Last Epoch bringe und einen Tag Grimdown. Also mit Grimdown abwechsel. Divine Bolt. Ja, okay, nur einen Schaden, also nur einen Gegner treffen. Keinen durchbohren oder so. Ist nicht so toll. Also der andere, der da, vom Schild, der ist stärker, also besser beim Treffen. Weil er zielsuchend ist. Und ich glaube sogar durchbohrt. Ja, im Nahkampf machst du kaum Schaden, ne? Und ja, zu wenig Zeit zum Explodieren. Ha. Im Nahkampf sind die Gegner viel einfacher. Wenigstens nicht alle Gegner einfacher, schwerer im Nahkampf. Ja. Aber richtig toll. Also Nahkampf ist zwar schwerer, aber viel interessanter. Muss ich selber mal einspielen. Ich kenne jetzt wirklich sehr viele, die immer nur Fernkämpfe spielen. Oder Beschwörer. Und ja, Beschwörer hat einfach das Problem nach dem Boss da im Süden, also in den neuen Gebieten, hatte da haben sie Probleme. Das ist auch gut so, dass sie das so gemacht haben. Dass man einfach nicht immer overpowered ist. Also jetzt macht es viel mehr Schaden, also hier haben wir nah dran. Nicht toll. Ja, wollte es noch explodieren. Aber es geht einige Zeit. So.
eigentlich Elementarschaden auch gut, aber ich gehe den unteren Weg und ich backe den oberen. Solange ich nicht Probleme habe mit dem Ding. Ist nichts mehr, keine Kiste oder so. Also dann machen wir das nächste Mal weiter. Ab hier. Machen wir die Quest mit dem College. Und gehen auch mal in die Liat Grove. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder Tag. Bis dann. Tschüss.